Bürger in politischer Verantwortung. Unter dieser Überschrift luden am 10. März 2011 die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Verein gegen Vergessen für Demokratie zum Gesprächsabend ein, der in Erinnerung an die im März des vergangenen Jahres verstorbene Hanna-Renate Laurin stattfand. In der Akademie der Stiftung führte Hans-Jochen Vogel als Gründungsvorsitzender von Gegen Vergessen für Demokratie in das Thema des Abends ein. Was bedeutet bürgerschaftliches Engagement für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Denn darum geht es ja auch unserer Vereinigung. Nämlich darum, die heutige Generation daran zu erinnern, wo es geendet hat, als die Mehrheit der Deutschen in der Endphase der Weimarer Republik Verantwortung für den Fortbestand der Demokratie nicht mehr wahrnahm. Im Anschluss würdigte Hans-Jörg Dupré die herausragende Rolle, die Laurin stets nicht nur als Politikerin, sondern auch als Bürgerin gespielt hatte. Der freiheitliche Staat, darin von allen Diktaturen unterschieden, verordnet nicht Ernteeinsatz oder Gesinnung, Ethik oder Staatsbewusstsein. Aber er setzt voraus, dass seine Bürgerinnen und Bürger Ethik und Staatsbewusstsein haben. Hanna-Renate Laurin hatte beides in reichem Maße. Auf dem Podium diskutierte danach die Journalistin Angela Elis gemeinsam mit Joachim Gauck, Bernhard Vogel und drei Vertretern der jungen Generation. Eigene und gesellschaftliche Voraussetzungen für bürgerschaftliches Engagement waren hier das Thema, gerade auch im Hinblick auf jüngere Menschen. In meiner Familie hat so das Engagement eine Tradition über mehrere Generationen hinweg und das Engagement hatte auch eine feste Heimat, nämlich die katholische Kirche. Mit 18 Jahren bin ich dreimal überfallen worden von den Skinheads Sächsischen Schweiz und musste ähnlich wie meine Freunde mir dann die Frage gefallen lassen oder mir selber stellen, wie gehe ich denn hier weiter in dieser Region um? Ducke ich ab, ziehe ich weg oder fange ich mich mit anderen an zu engagieren? Bei mir war es so, dass meine beiden Opas, der eine war Hitler-Leibstandarte und habe ich nie kennengelernt, aber natürlich so eine Vorprägung aus der Familie. Auf der anderen Seite mein anderer Opa, eben überzeugter Demokrat, der mich auch schon als Kleinkind in Nürnberg, wo meine Familie zum Teil herstammt, in jede Ausstellung zum Thema Drittes Reich geschleppt hat und auch ja, ist auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe bei meinen Reisen im Land dauernd junge Leute vor mir, weil ich vieles verbinde mit Auftritten in Schulen. Und ich merke immer, wenn du den Leuten was zutraust, da kommt auch was. Ich habe auch hier in der Stiftung und anderswo immer viele junge Leute erlebt, die sich engagieren. Und ich möchte denen zunächst einmal dafür danken, dass sie das tun. Es ging durchaus kritisch, auch und gerade um alte und neue Wege des Engagements für Demokratie und Gesellschaft, um Herausforderungen und Chancen. Ja, junge Leute haben aus meiner Sicht drei Fragen, wenn sie sich irgendwo engagieren wollen. Kann ich da was bewegen? Bringt mir das was persönlich? Und die dritte Frage ist, passt das in mein Lebenskonzept? Ist das attraktiv? Ist das sexy? Ist das schick? Und das ist auch, finde ich, eine total berechtigte Frage für junge Leute. Und da muss man einfach ganz ehrlich bei allen drei Fragen sagen, dass das in vielen etablierten Organisationen tatsächlich nicht unbedingt gegeben ist. Und ich glaube, dass eben die Netze, die Möglichkeiten des Netzes leider bisher auch gerade von den politischen Parteien noch nicht so genutzt werden, wie man sie nutzen könnte. Karl Theodor zu Guttenberg soll zurückkommen, hat innerhalb von 48 Stunden 500.000 gehabt bei Facebook. Warum geht der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nicht auch auf Facebook und stellt seine Petitionen dort ein, gibt den Leuten die Möglichkeit, über Facebook zu zeigen, welche Petitionen sie gut finden oder nicht. Dort sind die Leute. Wenn das Wort der Politiker immer so einen negativen Anklang hat, dann werden wir halt wenig versuchen, also wer würde es uns wenig gelingen, auch junge Leute dazu bringen, sich in Parteien mit zu engagieren. Und ich glaube, es braucht auch noch eine große Unterscheidung, zum Beispiel der Gemeinderat oder der Stadtrat, der sich vor Ort engagiert, mit dem kann man reden, mit dem kann man ganz praktische Sachen in seiner Stadt besprechen. Das ist auch ein Anliegen unseres Vereins, dort immer wieder Brücken zu bauen, junge Leute, also an Leute ranzubringen, die ganz vor Ort ganz klare Sachen, die jungen Leute selbst betreffen, mit zu entscheiden haben. Wie sehen Sie das? Das Fazit dieses Abends, der nicht nur auf dem Podium, sondern mit Gästen wie Rita Süssmuth, Eberhard Diepgen, Renate Schmidt oder Cornelia Schmalz-Jakobsen auch im Publikum prominent besetzt war, lautete für Joachim Gauck und Bernhard Vogel jeweils so. Zunächst
wünschte ich mir, dass weniger Menschen Politik als Beruf und mehr Menschen Politik aus Leidenschaft ergreifen. Und das, denke ich, haben alle, die hier sitzen, erlebt, dass wir, wenn wir mit Leuten Kontakt hatten, werden hinterher ein paar von denen, mit denen wir Kontakt hatten, anders werden. Und das stelle ich jetzt stärker in den Vordergrund, dieses einfach Ja sagen zum Leben und Ja sagen zu den Möglichkeiten, die in mir stecken. Engagement als Lebensentwurf. Ein Gedanke, mit dem sicherlich viele der Anwesenden gern nach Hause gegangen sind.